Hallo, liebe Pflanzenfreunde. Ich bin es wieder, euer Mr. Nature. Ja, heute möchte ich mal mit dem Thema exotische Pflanzen, exotische Pflanzen vermehren und in die Anzucht bringen, wie man das Ganze macht. Und da gibt es viele verschiedene, so leckere, exotische Früchte. Und wer träumt nicht davon, sowas auch mal selbst zu Hause zu haben, zu Hause züchten zu können, wie zum Beispiel eine Ananas. Wäre doch ganz toll, wenn ihr eine eigene Ananas zu Hause hättet. Und damit fangen wir jetzt auch mal an. Und wie das Ganze geht, werde ich euch jetzt zeigen. Dazu hole ich euch nur noch etwas näher ran. Bis gleich. Ja, und hier bin ich auch schon wieder. Ja, was braucht man dazu? Man braucht vor allen Dingen ein scharfes Messer und, was ganz wichtig ist, ja, eine Ananas, ja, die Hauptdarstellerin. Dann braucht man noch Holzkohle. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze geht. Man packt die Ananas hier beim Schopf, dreht die einmal, zweimal, so immer wieder in eine andere Richtung, bis sie irgendwann knack macht. Und schwupp, dann hat man die Ananas schon hier. So, das Teil, das esse ich gleich, das stelle ich jetzt erstmal zur Seite. Das schmeckt bestimmt super saftig lecker. So, wenn ihr jetzt den Strunk habt, müsst ihr die untersten Blätter abziehen. So von den untersten 3, 4 oder auch 5 Reihen. Ich mache das mal eben. Ich will nicht hoffen, dass das jetzt zu langweilig wird für euch. So, immer schön ein Blatt nach dem anderen abziehen. Reihe für Reihe. So. Das waren sowieso die trockenen, die da unten dran waren. Die können sowieso mal weg. So. So. Wenn ihr die dann alle weg habt, schneidet ihr mit einem scharfen Messer hier das untere Teil, das hier das schneidet ihr dann, ja, muss schon ein scharfes Messer sein, schneidet ihr ab. So. Und jetzt müsst ihr, um das Ganze zu desinfizieren, müsst ihr das in Holzkohle tauchen. Holzkohle ist zur Desinfizierung sehr gut geeignet. Ich habe mir die so ein bisschen klein gebröselt. So, und jetzt tupft ihr den Strunk, ja, so richtig tief, richtig feste rein. So, bis überall, bis alles richtig schön mit Holzkohle bedeckt ist. Das Ganze muss jetzt, circa 4 Stunden antrocknen.
Das lege ich jetzt mal zur Seite. Denn ich habe doch schon was vorbereitet. So, und zwar diesen Strom hier. Der ist jetzt, ja, der ist schon den ganzen Tag ist der getrocknet. Ne? Also da dürfte nichts mehr passieren. So, und den stellen wir jetzt hier in dieses Wasserglas, so dass das gerade ja bis oben hin, wo wir die Blätter abgerissen haben, dass das gerade bis dahin im Wasser steht, weiter natürlich nicht. So, und das lässt man jetzt, ja, ich denke mal eine Woche, 2 Wochen so stehen und immer wieder gucken, dass der Wasserstand auch dementsprechend ist, wo die drin steht. Ja, und dann bilden sich Wurzeln hier unten in dem Bereich, hier ganz kurz über der über der Holzkohle, kommen dann Wurzeln raus. Und wenn die lang genug sind, ich denke mal, die lassen wir so bis in die Hälfte vom Glas reinwachsen, dann nehmen wir das Teil raus und pflanzen es in die Erde. Das mache ich aber dann später in einem anderen Video gemeinsam mit euch. Und es ist doch einfach ganz toll, wenn man seine eigene Ananas zu Hause hat. Und ich denke mal, das wird der ein oder andere von euch sehr gerne auch mal probieren. So, dann habe ich noch extra, ist ja auch eine exotische Frucht, eine sehr schöne Zitrone habe ich mir besorgt. Das ist eine Bio-Zitrone. Denn ich möchte, wenn ich jetzt irgendwelche Pflanzen ziehe, dann möchte ich ja keine Pflanzen haben, die gentechnisch verändert sind, die mit Pestiziden behandelt wurden. Und deswegen habe ich mir diese Bio-Zitrone genommen. Die schneiden wir jetzt mal auf und gucken, was sie uns an Kernen zu bieten hat. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, da ist noch nicht ein einziger Kern drin. Das gibt es ja nicht. Ja, sowas hatte ich aber auch noch nicht. Oh. Nein, hier ist kein Kern drin. In der ganzen Zitrone nicht. Nicht ein einziger. Oh. Nein. Kein Kern. Ja, liebe Freunde, das tut mir leid. So kann das mal gehen. Dann müssen wir das Video mit der Zitrone, wie wir Zitronen einpflanzen, die Kerne behandeln, das müssen wir dann verschieben. Das kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Wie ihr seht, auch hier keine Kerne drin. Ja, so kann es manchmal gehen. So, jetzt nehme ich euch noch mal ein bisschen näher ran oder gehe noch mal ein bisschen weiter weg, dann, dass ich auch noch mal aufs Bild komme zum Schlusswort. So, hier bin ich jetzt auch noch mal auf dem Bild. Und ja, wie ihr seht, es geht nicht immer alles gerade so glatt, wie man das möchte, aber das ist halt eben mal live. Leider habe ich auch nur diese eine Zitrone, aber Zitronen gibt es ja immer noch genug. Ne? Und ja, aber jetzt wisst ihr auf alle Fälle, wie ihr eure eigene Ananas ziehen könnt. Und da gibt es ja auch noch mal ein Video. Und ich denke, wenn die Ananas hier ihre Wurzeln gebildet hat und wenn wir die dann einpflanzen, bis dahin werde ich auch Zitronen haben mit Kern. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Wenn es nicht gefallen hat, auch einen Daumen nach unten. Kann ich auch mitleben. Ich kann sehr gut mit Kritik umgehen.
Ja, und des Weiteren mehr noch zu sagen, wenn ihr weitere interessante Videos von mir sehen möchtet, dann drückt bitte auf Abonnieren und nebendran die Glocke. Und dann werdet ihr bei jedem neuen Video, was ich hochlade, ja, informiert werden und verpasst nichts. Das ist alles natürlich ganz kostenlos und unverbindlich und ich freue mich wahnsinnig über neue Abos. Das gibt mir immer wieder ja, die Bestätigung, dass das, was ich mache, dass das ankommt und dass das gerne gesehen wird. Und ja, was wäre eigentlich noch zu sagen? Ja, zu sagen wäre noch, macht sowas auch mal. Versucht es mal, es macht unheimlich Spaß und wenn ihr seht, dass ihr mit der ersten Pflanze Erfolg habt, denke ich mal, dann versucht ihr auch noch andere Sachen. Ihr könnt mir ja auch in die Kommentare schreiben, was ihr gerne mal sehen möchtet. Das wäre auch mal interessant für mich. Und ja, ansonsten, gut, die Bonsai-Zeit ist vorbei. Trotzdem achtet auf eure Bonsai. Es gibt ja nicht nur Outdoor-Bonsais, es gibt auch Indoor-Bonsais. Werde ich mir jetzt auch welche angehen. Und ja, bleibt gesund und bis zu einem meiner nächsten Videos. Tschüss, euer Mr. Nature.